Heute für euch die Top 8 schlechtesten Harry Potter Fantheorien. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit dem amüsanten und doch faszinierenden Thema der absolut schlechtesten Harry Potter Theorien befassen, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind oder auch diskutiert wurden. Während wir uns durch diese Theorien durcharbeiten, werde ich erklären, wie einige von ihnen leicht widerlegt werden können, während andere einfach nur lächerlich sind. Also ohne weitere Umschweife, lasst uns 8 der schlimmsten Theorien genauer unter die Lupe nehmen. Los geht's! Kommen wir zur ersten Theorie, und diese besagt, dass Hermine Grangers Eltern schreckliche Menschen waren. Eine völlig abwegige Theorie, die sich um die liebe Hermine Granger dreht, bezieht sich auf ihre Beziehung zu ihren Eltern. Diese Theorie behauptet, dass Hermine absichtlich die Erinnerungen an ihre Eltern gelöscht hat, um sich vor ihrem Missbrauch zu schützen. Diese Theorie besagt, dass Mr. und Mrs. Granger Hermine psychisch misshandelt haben. Laut dieser Theorie würde dies die lange Zeit erklären, die sie mit Harry oder Ron oder dem Rest der Weasley-Familie in den Ferien oder Schulpausen verbracht hat. Gegen diese seltsam düstere Theorie sprechen unter anderem die Tatsache, dass Hermine im 7. Band alles getan hat, um ihre Eltern zu schützen, nie Anzeichen von Misshandlungen zeigt und dass, als wir ihre Eltern im 2. Teil der Saga in der Winkelgasse treffen, nichts auffällig falsch mit ihnen ist. Natürlich können missbrauchende Eltern ihre wahre Natur von der Außenwelt verbergen, aber ich denke, der erste Punkt ist stark genug, um diese Theorie zu widerlegen, besonders in Kombination mit den beiden anderen Punkten. Kommen wir zur zweiten Theorie, und diese besagt, es war alles nur ein Traum, Hogwarts und die ganze Magie. Eine weitere Theorie, die meiner Meinung nach wenig Substanz hat, ist eine, die zugegebenermaßen schon seit einiger Zeit im Umlauf ist. Dennoch ist sie so unüberlegt, dass ich sie hier ansprechen musste. Es handelt sich um die Theorie, dass die gesamte Saga nur ein Traum war, der sich in Harry Potters Kopf abspielte. Diese Idee weist einige schwerwiegende Schwächen auf. Zunächst einmal erstreckt sich die epische Saga der Harry Potter-Reihe über volle 7 Jahre. Natürlich könnte man argumentieren, dass ein Traum eine lange Zeitspanne abdecken kann, aber warum sollten Jahre vergehen? Es ist jedoch äußerst schwierig zu argumentieren, dass die Zaubererwelt auf andere Charaktere ausgedehnt wird, einschließlich verschiedener Protagonisten wie dem berühmten Magizologen Newt Scamander. Wie kann man also einen Traum von einer Person auf eine andere übertragen, ohne dass die gesamte Geschichte dessen Universum intakt bleibt? Ganz einfach, er würde es nicht tun, es wäre nicht möglich. Das heißt, diese Theorie ist falsch. Machen wir weiter mit der dritten Theorie. Und diese Theorie besagt, dass Hermine Granger die Schwester von Harry Potter ist. Lass uns mit einer Theorie weitermachen, die meiner Meinung nach nur wenig Substanz hat, nämlich der Vorstellung, dass Hermine tatsächlich Harrys Schwester ist. In einem meiner Videos habe ich bereits erwähnt, dass diese Theorie fast ausschließlich auf den Gefühlen einiger Fans basiert. Ist irgendwie absurd, oder? Das ist keine richtige Theorie, das ist einfach nur, ja, ein Gefühl. Zusätzlich wird diese Theorie fast vollständig durch die Tatsache widerlegt, dass J.K. Rowling in der Vergangenheit geäußert hat, dass sie eigentlich glaubte, Harry und Hermine sollten am Ende zusammenkommen. Ich bezweifle irgendwie, dass Rowling dies gesagt hätte, wenn sie heimlich gewusst hätte, dass die beiden miteinander verwandt sind, oder? Machen wir weiter mit der Nummer 4. Eine weitere Theorie, die hier und da aufgetaucht ist, besagt, dass die Dursleys nur deshalb schrecklich zu Harry waren, weil er ein Horcrux war. Das bedeutet, ähnlich wie das Medaillon von Salazar Slytherin diejenigen, die es trugen, zu einem Horcrux machte und gleichzeitig ein Stück von Voldemorts Seele enthielt, führte die Nähe zu Harry dazu, dass sich die Dursleys schlecht benahmen. Diese Theorie hat viele Schwächen. Erstens, wenn dies wahr wäre, warum wäre dann niemand in Harrys Leben von der Tatsache beeinflusst worden, außer den Dursleys, dass er ein Horcrux war? Hätten nicht zum Beispiel auch seine Freunde wie Ron, Hermine und Hagrid unhöflich zu ihm sein müssen, wenn dies wirklich eine Folge davon wäre, dass Harry ein Horcrux ist? Zweitens, waren die Dursleys unglaublich unhöflich und schrecklich zu anderen Menschen, nicht nur zu Harry? Diese Theorie erweist sich daher als ziemlich unplausibel. Die Dursleys waren schlichtweg einfach schlechte Menschen oder unfreundliche Menschen, die es nicht anders gelernt hatten. Machen wir weiter mit der Nummer 5. Die Theorie dreht sich um die Idee, dass Lily zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger war. Und falls ihr vermutet habt, dass Snape der Vater dieses Kindes ist, dann liegt ihr nicht ganz richtig.
Die Fantheorie behauptet stattdessen, dass Snape der Patenonkel von James und Lilys ungeborenem Kind werden sollte. Das ist eine ziemlich langweilige Theorie, wenn ihr mich fragt. Diese Theorie ist so unwahrscheinlich wie jede andere, da es absolut keine Beweise oder Indizien gegeben hat, die belegen, dass Lily zum Zeitpunkt ihres Todes überhaupt schwanger war. Außerdem gibt es, wie bereits erwähnt, keinen Hinweis darauf, dass Lily sich zu diesem Zeitpunkt mit Snape versöhnt hatte oder eine Beziehung wiederhergestellt hatte, in der sie ihn als nahestehend oder wichtig genug angesehen hätte, um ihn als Patenonkel für eines ihrer Kinder zu ernennen. Ganz zu schweigen von den historischen Spannungen zwischen Severus und James. Selbst wenn Lily Snape so weit verziehen hätte, dass sie bereit gewesen wäre, ihn in das Leben ihrer Kinder einzuladen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass James mit dieser Entscheidung einverstanden gewesen wäre. Kommen wir zu Nummer 6, und diese Theorie geht um Draco Malfoy. Es gibt auch einige seltsame Theorien, die sich um Draco Malfoy ranken. Eine, auf die ich vor kurzem gestoßen bin, besagt, dass einige Fans glauben, Draco könnte möglicherweise Snapes unehelicher Sohn sein. Bisher habe ich keinerlei Beweise für diese Behauptungen gesehen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Draco, seien wir mal ehrlich, das Ebenbild seines Vaters Lucius Malfoy ist. Ich bin auch über die Theorie gestolpert, dass Draco später in der Saga zu einem Werwolf wurde. Obwohl es einige spekulative Anhaltspunkte für diese Theorie gibt, bin ich schnell dazu geneigt, sie abzulehnen. Und das hat auch seine Gründe. Einige Fans haben behauptet, dass er von Greyback gebissen worden sein könnte, der gegen Ende der Saga im Malfoy-Anwesen zu leben schien. Der Biss könnte also der Grund für die Verletzung auf Dracos Arm gewesen sein und nicht das dunkle Mal der Todesser, wie Malfoy selbst behauptet. Dennoch schienen all diese Hinweise meiner Meinung nach recht vage zu sein und es gibt einfach nicht genügend Beweise, um dies zu unterstützen. Kommen wir zur Nummer 7. Severus Snape war Harrys richtiger Vater. Ich habe gerade erwähnt, dass einige Fans spekuliert haben, dass Snape der wahre biologische Vater von Draco Malfoy war, was aus irgendeinem Grund zu einer ziemlich beliebten Theorie geworden ist. Das führt uns zu den Behauptungen, dass Snape tatsächlich Harrys richtiger Vater war. Wie du dich vielleicht erinnerst, habe ich in der Vergangenheit ein Video darüber gemacht, was passiert wäre, wenn Snape Harrys Vater gewesen wäre. Ehrlich gesagt, war das jedoch mehr eine Theorie darüber, wie sich die Beziehung zwischen den beiden Figuren ausgewirkt hätte, da ich wirklich nicht glaube, dass Lily an einer Affäre mit Severus Snape interessiert gewesen wäre. Seine Entscheidung, ein Todesser zu werden, war einfach zu traumatisierend und unverzeihlich für sie. Aber wenn wir das alles für einen Moment vergessen, ist das überzeugendste Argument, das diese Theorie widerlegt, die körperliche Ähnlichkeit zwischen Harry und seinem Vater James. Sicher, es gibt einige Fans, die behaupten, dass Lily möglicherweise magische Schönheitsoperationen oder Anpassungen an Harry vorgenommen haben könnte, nachdem er geboren wurde, aber das scheint mir echt total verrückt. Kommen wir zu Nummer 8, und das bringt uns zu unserer letzten schlechten Theorie. Und zwar die Behauptung, dass Merope-Gaunt, Voldemorts biologische Mutter, auch die Mutter von Credence Barebone war. Diese Theorie kam zur Sprache direkt nach der Veröffentlichung von Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Wie bereits erwähnt, ist diese Theorie, obwohl sie unglaublich unterhaltsam ist, einfach nicht möglich, da Merope 6 Jahre nach Credence geboren wurde. Das würde es natürlich ziemlich schwierig machen, seine Mutter zu sein. Ganz zu schweigen davon, dass die Familie Gaunt in Little Hangleton lebte und nicht in Godric's Hollow, wo Aberforth Dumbledore, Credences biologischer Vater, vor Credence Geburt lebte. Und damit sind wir am Ende eines weiteren Videos angelangt. Was haltet ihr von diesen Theorien? Habe ich irgendwelche Theorien verpasst, die ihr für absolut die schlechtesten haltet? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.